Und damit willkommen im neuen Jahr 2017 und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Was macht Preston da? Er mixt sich eine Nuka Cola zusammen. Okay. Wir wollten heute in Richtung Safari Adventure aufbrechen. Um den Corki hier kümmern wir uns ein anderes Mal. Sei denn, ich finde ihn jetzt sofort. Nee, komm. Wir machen das ein anderes Mal. Ich suche da jetzt nicht mehr nach. Jetzt würde ich nur gerne... Huch! Wie machen wir das? Gucken wir erstmal, was das hier ist. Ich würde sagen, ja, hä? Gucken wir erstmal in diese Richtung. Der Sheriff. Hier vielleicht ein Corki? Hm? Corki? Leider nicht. So, genau. Hier gehen wir jetzt einfach mal geradeaus. Dann in diese Richtung. Genau. Okay, das ist einfach nur ein großer Parkplatz. Oh, Gazellen. Ich wollte gerade sagen, mit vielleicht nur einem Kopf, aber nein, es sind natürlich grässlich mutierte Gazellen. Employees only. Komm raus. Natürlich. Wir haben wieder extrem viel Glück. Warte, da draußen ist was. Da sind sie ja. Alles klar? So, wir haben gleich eine Stufe. Sehr schön. Ausgezeichnet. Bist du sicher, dass es sich lohnt? Na komm. Na komm schon. Was ist das? Es gibt Munition. Was? Red Away, Westwahnschuh, ein paar. Weiß ich nicht. Nee, sind wahrscheinlich keine Leichen drin. Oh! Eine Powerrüstung! X01 MK3 Torso. Ich glaube, den nehmen wir mit. Oh, natürlich. Natürlich! Komm, raus da! Wie ging das? Nein, das war die Granate. Mit E? Ja, mit E. Oh. Die hat gesessen. So, das Ding wollte ich mitnehmen. Und das Ding, rechtes Bein, linker. Ach komm, nehmen wir auch mit. Ich weiß nämlich nicht mehr so genau, was wir davon schon haben. Safari Adventure! Level up! Wie schön. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Wie schön. Ausgezeichnet.
Da gehen wir gleich raus. Hier noch was. Nicht so wirklich, ne? Geschafft. Zack. Aber von hier aus können wir doch da nicht hingehen. Das wird doch nix. Oder können wir da schwimmen? Wahrscheinlich eher nicht. Nee, wir müssen da schon irgendwie außenrum anscheinend. Wie komme ich da rein? Oder ist da schon der Eingang? Es ist hinter der Mauer. Alles gut, alles gut. So, hier rechts hätten wir Safari Adventure. Jetzt müssen wir da nur irgendwie reinkommen. Was haben wir hier? Wer bist du? Du bist eine Achterbahn, oder? Ja. Tatsache. Ach, krass. Cool. Mal schauen, was es hier so Tolles gibt. Vorkriegsgeld. Huch. Da kommen wir auch rein, ne? Ach, wie cool. Warte mal, da wollte ich noch gucken. Da geht's hoch. Verbranntes Lehrbuch, Speiseöl. Das Baumhaus, cool. Hui. Was gibt's hier noch? Ich habe eine Menge von der Railroad gehört, dass sie Synths befreien und so. Scheint mir ganz in Ordnung zu sein. Lecker Zigarre. Die wütende Anaconda. So, so. Das ist also die wütende Anaconda. Ernsthaft? Jetzt geht's los. Gator-Klaue. Okay, gut, warte mal. Machen wir es halt einfach mal so. Das ist witzig. Ich habe einen Raketenwerfer. So, Feuerstöße. Gleich haben wir sie. Oh! Dahin ist es nur einer. Witzig. Einer. Untersuche die Quelle der Gator-Clown-Plage, Gott im Himmel. Komm hoch. Ich muss deinen Bauch treffen. Und jetzt hüpft er. Und jetzt hüpft er. Aber jetzt.
Aber jetzt. Natürlich. Das gibt's doch nicht. Was? Ramiluf Kurzhorn? Ramiluf. Ei, Karimba. Genau. Okay. Passe ich hier durch? Nein. Wo bin ich? Hilfe! Übel Kübel. Die sehen mies aus. So, die lassen wir in Ruhe. Ding packen wir kurz weg. Können wir irgendwas machen? Schaut nicht so aus. Gucken wir mal hier. Können wir uns einen Fusionskern klauen? Na komm schon. Na los! Ja. Oh. Okay. Dr. Heinz Zugangscode. Guten Tag, mein Name ist Dr. Hein. Dr. Hein blöd oder so. Der war schlecht. Okay, der war wirklich schlecht. Ich geb's zu. So, was bringt uns der Zugangscode? Was? Effort Schlüssel, Effort Verhör? Ich folge einfach mal dem Kabel. Das wird wohl das Beste sein. So, gucken wir mal hier oben. Das nehmen wir mit. Zuckerwattenbissen. So, aber jetzt ist Schluss hier, ne? Ja. Hier ist Schluss. So, warte mal. Gut, müssten wir vielleicht mal reingehen dann, ne? Baumhaus einfach, ne? Moment, ich muss noch kurz hier hoch. Das ist einfach zu einladend. Außerdem waren wir hier, glaube ich, noch gar nicht oben. Obwohl doch, waren wir. Ja. Ja, verflucht! Verflucht, Anaconda! Ich will doch nur ein schönes Thumbnail machen.
Ich hier so ein hüpfendes Thumbnail machen. Der stählernen Bruderschaft geht man am besten aus dem Weg. Ja, danke. Danke, Preston, dass du mich da nochmal drauf hinweist. Safari-Adventure, Reptilienhaus. Wollen wir? Na komm. Na komm, wir gucken mal. Das kann schon groß passieren. Ach so, warte mal, wir könnten mal einen Skill machen. Der mysteriöse Fremde. Plus zwei Wahrnehmungen. Ach, es ist doch furchtbar. Mehr Munition, ja komm. Warum nicht? Munition haben wir auch noch nicht genug. Achso, nein, ich bin so doof, was ist denn heute los? So, das war das Reptilienhaus. Also, ciao. Hier. Oh, nee. Ja, okay. Verständlich. Eröffne das Feuer. Ich lasse die Hände draußen. Ist besser. Ah, der kommt ja hier raus. Aber er ist zu doof, um... Finde ich gut. So. Das war's. Das sollten wir nicht dem Plünderer lassen. Hm, interessant. Aha. Oh. Mensch. Mhm. Ah, da geht's runter. Gucken wir erstmal hier. Da ist der arme Tierpfleger. Warte mal. Zieh nochmal die Waffe, wollte ich gerade sagen. Ja, Preston! Steht da noch und guckt. Echt. Unglaublich, der Vogel. Reptilienhaus, Terminal für Besucherführer. Dann wollen wir doch mal schauen. Nur für Besucherführer des Reptilienhauses. Notfallmaßnahmen, Hinweis zu Reptilien. Aber die Notfallmaßnahme, falls ein Besucher von einem unserer Exemplare gebissen oder gestochen wurde, sollten Sie nicht in Panik geraten, sondern stattdessen folgende Maßnahmen durchführen. Überprüfen Sie, ob der Besucher eine gültige Eintrittskarte mit dem auf der Rückseite abgedruckten Haftungsverzicht besitzt. Besitzt der Besucher eine gültige Eintrittskarte, muss er umgehend einen Safari-Adventure-Vorfallsbericht aushüllen. Was? Die Formulare dafür sind in der Hauptverwaltung in Yucatan, USA erhältlich. Ist der Besucher gelähmt oder anderweitig nicht in der Lage, sich selbstständig zu bewegen, teilen Sie ihm mit, dass er zum Preis von $400 eine Yucca World Notfallbare mieten kann. Oh Gott.
Typisch Fallout. Nach dem Ausfüllen des Safari-Adventure-Vorweisberichts erfolgt die Erste-Hilfemaßnahmen. Die Kosten für Material und Arbeitszeit des Sanitäters werden dem Besucher in Rechnung gestellt. Sollte der Besucher keine gültige Eintrittskarte besitzen, rufen Sie bitte schnellstmöglich die Sicherheit. Zack, raus mit dir! Hinweis zu Reptilien. Aufgrund einiger Vorfälle in jüngster Zeit wurden die Exemplare Todesotter, Schwarze Mamba und Inland-Taipan aus dem Reptilienstreichelzoo entfernt. Wir raten den Mitarbeitern, vor der Verlegung von Exemplaren zukünftig die Warnhinweise an den Gegen zu beachten. Reptilienstreichelzoo. Liebe Besucherführer, erzählen Sie den Leuten bitte nicht, dass man aus den Schlangeneiern echt leckere Omelettes machen kann. Das ist einfach absolut falsch. Aufgrund von Sicherheitsproblemen mit der Gruppe, die sich selbst AFAD nennt, sollten Sie Besuchern nicht erlauben, aus dem Gehege genommenen Reptilien zum Streicheln zu halten. Dies muss jederzeit von den Besucherführern übernommen werden. Wir haben bereits 3 äußerst teure Reptilien an diese fehlgeleiteten Tierrechtsaktivisten verloren und dürfen keine weiteren Diebstähle zulassen. So. Hatten wir von denen Notizen gefunden, oder was war das? Er wird Schlüssel. Ah, er wird Verhör. Bitte, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ach, Dr. Hein. Spielen Sie hier nicht den Unschuldigen, Dr. Hein. Wir wissen genau, was in Ihrem Labor läuft. Ja, Hein, wir wissen, was da läuft. Hältst du mal den Mund und lässt mich das machen, Rabbit? Tut mir leid, Mike. Er sollte nur ein bisschen Angst kriegen. Um Gottes Willen, Rabbit. Du sollst unsere Codenamen benutzen. Haltet die Klappe! Alle beide! Also, Dr. Hein. Wir wissen, dass Sie für Brad Burton Klonexperimente mit Tieren in einer Folterkammer durchführen. Ihrem sogenannten Labor. Ich kann Ihnen versichern, dass wir unsere Exemplare mit höchstem Respekt behandeln. Es gibt keinen Grund, mich hier gegen meinen Willen festzuhalten. Oh, da liegen Sie falsch, Dr. Hein. Wir haben Sie aus einem ganz bestimmten Grund zur Baustelle der wütenden Anaconda gebracht. Wie können Sie als angeblicher Mann der Wissenschaft so dumm sein, Brad Burton dieses Ding so nah an dem Ort errichten zu lassen, an dem sich die Tiere befinden? Haben Sie eine Vorstellung davon, welchen dauerhaften Schaden das bei den Tieren anrichtet? Also warum binden Sie mich nicht einfach los und lassen mich wieder zurück in mein Labor gehen? Ich werde mit Mr. Brad Bertrand reden und bin mir sicher, dass wir dieses Missverständnis schon bald klären können. Ja, netter Versuch, Hein. Aber Sie gehen nirgendwo hin. Hey, Mike, Ingrid, da draußen passiert irgendwas. Was denn, Rabbit? Ich weiß nicht. Überall laufen Leute rum. Vielleicht suchen sie nach uns. Vielleicht auch nicht. Oh, ganz schön verrückt. Na gut. Rabbit, bleib bei Dr. Hein. Robin, wir drehen mit Maus eine Runde und sehen nach, was zum Teufel hier vor sich geht. Tja. Da sind wahrscheinlich die Bomben gefallen. Gut, also es gibt hier wohl irgendwo dann ein Labor, so wie es aussieht. Komm! Sieh du dich sehen, Monster töten, du Freund? Alles okay mit dir? Warum redest du so komisch? Oh Gott, lass mich raten, die Affen haben dich großgezogen. Oh Gott, lass mich raten. Die Affen haben dich großgezogen. Nicht kennen Affen. Sieh du nur kennen Familie. Du töten Monster alleine. Monster stark. Aber du mehr stark. Sito froh, du töten Monster. Monster Sito und Familie von Sito wehtun. Was zum Teufel sind das für Viecher? Irgendeine Art von Todeskrallen? Ich habe das blöde Gefühl, du willst, dass ich noch mehr töte. Was zum Teufel sind das für Viecher? Irgendeine Art von Todeskrallen? Tod? Krallen? Sito nicht wissen. Sito nur wissen, Tod schlecht und Monster schlecht. Okay, tja, jetzt kann es dir nicht mehr wehtun, Sito. Mann, das zweite. Ich habe das blöde Gefühl, dass du willst, dass ich noch mehr töte. Du gut raten. Sito töten Monster. Neues Monster kommen. Sito töten Monster wieder. Neues Monster kommen wieder. Monster nicht aufhören.
helfen, Zito-Monster stoppen? Ich wusste, das wird nervig. Kommt drauf an, was hast du mir zu bieten? Vielleicht. Hast du eine Ahnung, wo die herkommen? Es sieht du nicht wissen. Neuer Freund folgen, Zito. Es sieht du dir zeigen, Ding. Ding helfen, töten Monster. Folge Zito. Ich würde sagen, bevor wir Zito folgen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Gemein, ich weiß. Also Freunde, bis morgen. Ciao.